7 Sekunden Disruption. Ich glaube, das werde ich auch weiter aufstufen. Wir brauchen halt nur mehr Energie dafür. Accept. Springen. Ausgang. Und wir können Drohnenteile verkaufen. Wir brauchen die Drohnenteile für das Hacking. Aber wir machen das Hacking nur einmal im Kampf. Und wir finden zwischendurch immer wieder Drohnenteile. Also ich denke, ich kann also mindestens 3 verkaufen. Eventuell 6. Dann hätten wir auf jeden Fall noch genug für 16 Kämpfe, wenn wir keine Drohnenteile finden, was beliebig unwahrscheinlich ist. Also ja, ich verkaufe jetzt 6 Stück. So, Schiff. Wir hätten gerne... Na, das geht nicht ganz auf. Ja gut, wir warten kurz. Jump, next sector. So, Rebellen kontrolliert oder Slug kontrolliert. Und ein Nebel. Nebel heißt, wir können sehr viel rumspringen. Da gehen wir hin. Hallo, Schnecken. Was? Oh, der Nebel ist aber ganz schön weit hinten. Also wir springen dahin, dahin und sofort in Nebel. Da ist ein Schiff, das heißt, wir können jetzt noch Energie ausgeben. Ich hole mir das Hacking. Ich habe dann zwar keine Energie für das Hacking, aber falls wir auf ein Schiff stoßen, das gar keine Besatzung hat, oder keine hackbare Besatzung, keine mind-controllbare Besatzung, wie zum Beispiel Slugs, dann können wir einfach die Punkte von dem Mind-Control auf die Hacking-Geschichte schieben. Was ich am besten jetzt schon mache. So. Jump. Dahin. So, genau. Schnecken. Oh, da ist auch so ein anderer bei. Also, wir hätten gerne dich auf den Schilden. Die haben einen Teleporter, also schicken sie eventuell eine Boarding Crew. Wir hätten gerne einen Ionenblaster ebenfalls auf den Schilden. Und dann warten wir. So, wir warten, wir warten, wir warten. Sobald der halbe Beam soweit ist, oder kurz davor, aktivieren wir das Ding. Ionenblaster auf die Schilde. Hacking aktivieren. Schilde werden runtergesaugt, runtergesaugt. Wir haben einen Border. Da machen wir so. Halber Beam, geh bitte auf. Nicht die Schilde. Geh bitte auf die Waffen. Und die Krankenstation und Sauerstoff. Oh, sie versuchen zu fliehen. Iron Blast auf das. FTL ist delayed, warum auch immer. Intruder detected, wird weggeschossen. Bei uns ist alles okay, ja. Oh, 1-2er Heiltreffer, das ist nicht so schlimm. Iron Blast auf... Ach, der Iron Blast war gedingenst. FTL delayed, FTL delayed. Breach auf Antrieb... Bzzz. Nee, nicht, warte, 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 warte. Das machen wir anders. Also es dauert noch, bis wir wieder hacken können. Deswegen machen wir jetzt Breach auf den Schild. Ionenblast auf den Schild. Und sobald das durch ist, wollte ich eigentlich mit dem Halberd Beam das versuchen. Aber es hat nicht geklappt. Ah, getroffen. Okay, Halberd Beam. Charging delayed, charging delayed. Sehr gut. Iron Blast auf das Schild. Schnecke ist tot. Alle Türen zu. Bei uns sonst alles okay. Hacking können wir gleich wieder. Aber es wird eng. Die werden gleich springen, sobald es wieder repariert ist. So, Halberd Beam braucht noch. Und es ist echt so, dass wir keine ordentlichen Waffen haben. Also kein Burst Laser, der zwischendurch mal reinhalten kann. Das zahlt sich echt heim jetzt. So, sobald sich hier irgendwas tut, mache ich die Breach Bombe. Mache ich sie nicht, weil sie kaputt ist. Okay. Hacken. Schild ist total kaputt. Und britzel durch. Sie würden sich ergeben für 2 Treibstoff. Nö. Ah, wesentlich mehr Schrott. Okay. Einmal bei uns bitte Grundstellung. Du reparierst das Ding, kriegst noch ein bisschen Hilfe von dem Engi.
kriegst noch ein bisschen Hilfe von. Achso, hast schon. Gut. Du zurück, du heil dich. Energie auf die Waffen, Energie auf die Waffen. Jo, hier ist noch so ein Burst Laser 2. Oder nee, ein Dual Laser 2, der nur einen Powerpunkt kostet. Das wäre richtig gut. So, alle zurück auf Posten. Krankenstation aus. Ausweichpunkt an. Ship. 10 Sekunden Disruption könnten wir auch nehmen. Aber nein. Erstmal genug Hacking. Ich nehme lieber einen Energiepunkt und mache das Mind-Control-Ding an, weil wir hätten die ganze andere Crew gerade übernehmen können. Spring zum Distress-Signal, bitte. Ein Slug-Schiff ist dabei, einen Rock-Freighter zu engagen. Slug angreifen. So, ein Beam-Laser, ein Ion-Laser und ein Burst-Laser 2 oder 3. Mind Control können wir nicht. Warum? Achso, weil das Ding deaktiviert ist und weil wir keine Schnecke haben. Okay. Iron Blast auf die Schilde. Hacking auf die Schilde. Aber noch nicht aktivieren. Oh, und jetzt eben Slug, aber wir können ihn nicht, ne? Weil es halt ein Slug ist. Iron Blast immer weiter auf die Schilde. Und sobald der Hellbild soweit ist, nämlich jetzt, können wir das aktivieren. Es wird runtergefahren. Und Hellbild Beam einmal. Waffensystem hätte ich noch ganz gerne. So, Waffensystem deaktiviert, jedenfalls das eine. Iron Blast auf die Schilde. Breach. Sparen wir uns. Iron Blast weiter auf die Schilde. Hellbird abwarten. Schilde halten. Schieß. Aber gerade so. Hellbird kommt. Schild ionisiert. Okay, gleiche nochmal. Waffen halten ganz gut das aus. Unsere Schilde halten nur so knapp. Okay, okay. Ionen auf die Schilde. Wir können hacken. Okay, warten. Sonst hatte der Typ eh kein Schild. Aber jetzt Hacking aktivieren. Hellbird Beam rüber. Und kaputt. Und keinen Schadenspunkt bekommen. Sehr schön. 2 Raketen, eine Drohne und 42 Scrap. Und das Rockschiff. Sagt danke. Was für ein Rockmenschen ziemlich toll ist. Für uns aber nicht. Sonst war alles okay? Warum blinkst du? Achso, weil du aktiv bist. Nee, weil du ionisiert bist. Okay, das warten wir noch kurz ab. Rest ist okay. Schild bitte an. Danke. Und wir würden gerne zum nächsten Schiff springen. Intruders on board. Counter the remote hacking. Zack. So. Er konnte uns nicht hacken, das ist schon mal gut. Wir können ihn mind controlen. Du, da rein. Ne, wir können ihn nicht mind controlen. Wir können ihn nicht hacken. Okay, Iron auf Schilde. Und der eine Typ von uns kriegt gut einen auf den Deckel. Aktivieren wir die Krankenstation. Da muss Kabbe nämlich gleich hin. Und der lädt auf. Das ist nicht gut. Kabbe, Krankenstation. Wer ist jetzt noch da drin? Jones. Die halten noch gut was aus. Wir verlieren eventuell gleich unsere Pilotenkanzel. Das ist nicht gut. Iron Blast auf die Schilde. Breach auf die Waffen. Ich würde die ungern hier wegziehen. Aber du musst gleich. Ja, du musst raus.
So. Dann machen wir das auf, das auf, das auf. Waffen sind nicht deaktiviert worden. Das ist nicht so schön. Schild. Du geh rein, hau irgendwas. Nur um sie kurz abzulenken. Du lauf hinterher. Du ionisier weiter die Schilde. Du kannst gleich dich wieder heilen gehen. Ja, Breach Bomb. Wir müssen Breach Bomb auf die Schilde machen, sonst kommen wir da niemals durch. Aber es tut weh mit den ganzen Waffen. Nee, komm, wir schalten die Waffen aus und haben dann hoffentlich genug Zeit, nochmal eine Bombe zu schmeißen, um die Schilde auszuschalten. So, du raus da. Ihr kriegt hoffentlich alle gut Schaden. Eine Waffe deaktiviert. Toll! Iron Blast, Schilde. Wenigstens schießen sie nicht mehr auf die Pilotenkanzel. Schießt da gar nichts mehr. Tür zu. Kurz nachgucken. Okay. Iron Blast, Schilde. Breach. Schilde. Wir müssen es einfach aushalten. Hat das jetzt Schaden bekommen oder nicht? Ja, hat's. Okay, Iron Blast da drauf. Komm, 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 komm. Jetzt ein Punkt weniger durch den Iron und dann können wir da... Ja. Können wir da richtig gut... Dann machen. Ne, okay. Dann halt so. Hauptsache die Schilde und die Waffen kriegen ein bisschen was ab. Iron Blast auf die Schilde. Oh, unser Schild hält ganz knapp. Breach auf Schilde. Wusch, Schilde weg. Halbert ist gleich fertig. Mach das Ganze nochmal. Iron weiter auf die Schilde. Achso, unser Pilot sollte vielleicht wieder zurück an Steuer. Danke. Ist mir doch gleich wieder etwas sicherer. Iron Blast auf Schilde. Ich glaube, die Crew von denen ist tot. Hier wird nichts mehr repariert. Breach auf die Waffen, auch wenn wir ganz schön viele Raketen ver... Na, daneben. Iron Blast auf die Schilde. Du darüber. Angeschlagen. Aber die Waffen werden einfach nicht deaktiviert, egal wie viel Schaden das doofe Ding dann nimmt. Kurz warten, Iron Blast auf Schilde. Okay. Du deaktivier eine von den doofen Waffen. Oder das ganze Schiff, okay. Zwei Raketen tun uns gut, 61 Schrott auch. Mann, 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 Mann. Dich deaktivieren, dich aktivieren. Ich glaube, ich hätte nicht anti-hacken sollen, sondern uns einfach hacken lassen und dafür die auch hacken. Also nicht gegen hacken, sondern, ne? Doppelhacken. Springen. Da ist ein Geschäft. Das hätte ich gerne. Ich spring dahin, dahin, eventuell noch weiter und dann zum Store. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das sieht noch viel besser aus als Gegner. Iron Blast auf Schild und dann ist er eigentlich schon weg. Achso, und Hacken. Waffensysteme. Wenn du da rankommst. Jo, kommst du. Und noch nicht dischargen, sondern erst, wenn die Waffen kurz vorm Schießen sind. Boah, das ist so schön gemein ist. So, jetzt. Danke. Hellbill ist gleich fertig. Einmal hier rüber. Sehr schön. Die Waffe deaktiviert. Breach-Bombe sparen wir uns. Iron da drauf. Der haut auf die Türen, anstatt seine Waffensysteme zu reparieren. Das ist auch sehr gut. Unser Zoltan-Schild hält noch, also kann das Ding gar nicht unseren Schild durch. Du da drauf.